Billigverbände reichen auch aus Klamotten. Ja? Ja, cool. So, nur Stöcke. Wie, wenn du Stöcke siehst, dann Stöcke und Steine. Ja, aber Stöcke habe ich halt schon länger nicht mehr gefunden. Ah, die findet man aber überall. Das ist wieder eine Tüte. Wäre cool, wenn ich jetzt meine Tasche auseinanderbauen könnte, weil die ist aus Stöcken. Ach ne, die hat keine Stöcke. Ne, die hat nur einen Sack und ein Band. Das ist nicht die große. Lass mal einen Rollstuhl finden. Lass uns einfach einen Rollstuhl finden. Warum so kompliziert? Richtig. Voll der Geiz. So, hier oben ist nichts. Ja. Dann lass uns. Das andere Gebäude hat man ja vorhin schon abgeklappert, ne? Ja, die Factory auf jeden Fall. Ja, dann gehen wir weiter. An Vivo selbst war einiges, das weiß ich nicht. Kommt man eh nicht rein in die Hallen. Haben sie die Mausempfindlichkeit eigentlich hochgeschraubt? Fühlt sich irgendwie so an. Was mit den Treppen auf, die sind böse. Also wenn du stehst, dann ist die Maus irgendwie schneller, zumindest bei mir. Wenn ich laufe und mich dann bewege, dann bin ich langsam. Ja, irgendwie so kommt das halt auch vor. War hier in dem Haus vielleicht was? Kommt man überhaupt rein? Ich komme so keine Treppen hoch. Ja, dann hock dich hinter die Kisten. Und halt einen von den Eingängen. Das ist. Da haben wir schon mal. Wollen wir uns mal mitnehmen? Vielleicht können wir was mit anfangen. Der Treppenlift. Warst du schon oben? Ja, also die Tür geht nicht auf, du kannst nur die Treppe hochgehen. Okay. Ja, dann gucke ich jetzt den anderen Eingang an hier. Da sehe ich nichts. Fahren wir ein Stück. Oh, hab ich einen Frame down. Alter Vater, 8 Frames habe ich gerade. Geil. Kannst du das anzeigen lassen? Ja, sehe ich halt durch Fraps. Achso, ja. Da? Da steht ein Zombie. Ich bin hinter dir. Lass uns in dem großen Haus gegenüber gucken. Ja. Also hier war auch schon etwas größere Gebäude. Ich glaube auch Supermarkt und sowas. Ich erinnere auch Krankenhaus. Ich gehe hier in das Haus rein, ne? Und nehme den Gastank. Ah, dieses scheiß Nachladen immer, ey. Ich hasse das. Guck. Ich gehe eben hoch. Jo. Da könnte ein Zombie gleich irgendwo kommen. Soll ich wegschießen? Schießen vielleicht nicht unbedingt, aber. Sind zwei. Dann ja, dann schießen. Zwei. Jetzt einer kommt hoch im Übrigen, ne? Stefan, können die Treppen laufen? Hier ist aber gestern auch einer. Oh, leck das! Nach oben? Ja, ich hab ihn halt nur halt so halbwegs getroffen. Wo ist er denn? Ich höre nochmal. Oh, der hängt hier zwischen den Etagen. Ah, okay, ich hab ihn nämlich auch angeschossen, aber mir auch nicht. Weil das so leckt. Das ist immer einfach. Klebeband und eine Schrotflinte und dann ganz fein treten. Ja. Das wäre eigentlich auch reichen, oder? Aber oben ist leider nix. Gut, weiter geht's. Rote. Wollen wir zusammenbleiben, oder? Ja. Weil ich lag halt so, ich kann mich im schlimmsten Fall jetzt gerade nicht verteidigen. Alles klar. Am besten unten in der Tür stehen oder mit oben eben rum. Hier ist nichts, können wir raus. Okay. Rechts ins nächste. Vorne steht ein Zombie. Da ist ein Supermarkt. Da ist auch eine. Da ist auch ein Krankenhaus. Oh, what the fuck. Warte mal. Ah, diese scheiß Werbeseiten. Hab ich die Karte auf, geht da gerade Werbung los. Und das mitten in der Aufnahme. Sorry, Leute.
Hier rein mal eben schnell. Ja, zum Glück war ich schnell genug, dass kein Product Placement stattfindet. Willst du einen Apfel hier unten liegt, Alter? Vitamine und alles. Oh, dieses Nachladen! Ach, fick dich doch. Schicken einfach mal hin, geben wir später. Ja, ich nehme hier gerade einfach mal alles andere mit. Nein, ich will nicht nachladen, ich würde gerne das da mitnehmen. So. Checken wir den Supermarkt eben aus und dann Krankenhaus. Ich oder Schule. An, ja. Ja, genau. Und Flo, du hast Spaß? Spaß. Natürlich. Ich versuche mir hier gerade eine Treppe hochzurollen. Dass du mir noch den Arm verstauchst da. So dämlich aus. Aber ich bin oben. Ja, allerdings. Zombie hier drin? Das dritte Weapon Cleaning Set übrigens. Ja, davon gibt's irgendwie zu viel, ne? Viel zu viel. Das ist irgendwie auch. Hosen sind auch völlig ruiniert. So, hier ist auch nichts. So, wo ist denn die Schule hin? Wir sind jetzt hier so komisch gelaufen. Ich hab die mal das Grün. Jetzt. Yep. Schule, Krankenhaus, irgendwie so, ich kann die mir nicht auseinanderhalten. Ja, hab's schon, hab's schon. Ist das hier die neue Stadt? Nee, ne? Die sieht irgendwie so cool aus. Ich geh mal eben hinten um die Häuser rum, nicht, dass uns da jetzt eine gehört hat und denkt, der geht mal lieber hinten lang. Auf der Seite, wo wir gerade waren, oder? Ja, genau. Ich lauf nur parallel zu dir quasi. Steh jetzt vorm Krankenhaus. Gleich auf der Straße. Ach, da, seh dich. Ups. Ups. Okay. Was war das denn? Ich wollte kurz applaudieren, aber irgendwie hat er den Satz nach vorne gemacht. Ich habe ja Schwein gehabt. Flo, wir können den Cowboy-Hut mitbringen. So, als Trost. Fang ganz oben an, Juli, ne? Ja. Rosin. So. Das vierte. So, Tape habe ich schon mal. Erste Hilfe Koffer, aber da ist nur das Standardzeug drin. Super. Hat nichts. Ja, wie gesagt, ich habe schon seit 1000 Jahren keine Stöcker mehr gefunden. Die finde ich irgendwie um. Wenn man sie braucht. Ich bin jetzt in der mittleren Etage. Ich auch. Achso, hallo. Warst du auf der anderen Seite schon? Hier in den Raum rechts, wo du jetzt da bist, war ich schon, aber hinten noch nicht. Okay. Hier ist wohl nichts mehr. In den Raum, wo du jetzt drin bist, war ich auch noch nicht. Nee, ist auch nichts. Dann wieder raus. Ja, was gibt's hier noch? Ich bin nicht, aber ich könnte Lars jetzt in den Hinterkopf schießen. Er sitzt da und bewacht dich tapfer. Bemerkung. Und du? Brecheisen. Brecheisen, geht das nicht auch? Binden wir mir ein Brecheisen ans Bein. Da liegt noch irgendeine Waffe. Da ist. Wir haben auch irgendwas ins Stöckel drin und so ein Zeug, aber nö. In ein Häuschen. Ich gehe rechts hier in das Haus rein. Ein Haufen Schuhe kann ich anbieten. Welchen von Sie? Hier ist auch nichts. Wieder draußen. Komm jetzt auch gerade runter. Und komm durch so eine Garagentor raus. Yep. Mal weiter so. Ja, ich sehe dich. Ich gehe hier rechts in das kleine, hässliche Haus rein. Yep. Hättest du noch ein Vibor? Wo? Ja. Ja. Die Grasen ist komplett abgehakt. Hoffen halt, dass wir schnell irgendwas finden. Ja, sonst setze ich mich sowieso innerhalb der nächsten Viertelstunde offline.
Ja, aber vielleicht finden wir innerhalb der nächsten Viertelstunde noch was. Gibst die Hoffnung nicht auf, ja? Nein. Ich könnte das Ganze jetzt abkürzen, indem ich einfach mal runterfalle. Okay, bin ich müde. Yeah. Was hast du gerade gesagt, Midi? Ich habe die Chance. Ja, das habe ich gehört. Das sieht sehr seltsam aus. Wir gehen in die Tankstelle rein. Mhm. Dreh dich doch mal um. Ja, ich gucke aber aus dem Fenster raus. Ich glaube, das macht mehr Sinn, als hier oben einfach so zu hacken. Will noch jemand SKS-Munition? Immer. Gut, Waffenfeeding-Set braucht keiner. Nee. Wo bist du jetzt, Midi? Ich komme gerade aus der Tankstelle raus. Ah, okay, ich bin rechts weitergelaufen ums Eck und... Nächste Häuschen, oder? Guck jetzt mal wieder in das nächste Häuschen, genau. Ich sehe dich. Prima. Dann nimm du doch das hier links. Ich check das große Grüne da hinten. Ich mal kurz Treppen runter und check hier aus. Ich das hier irgendwer lauert. Vielleicht könnte man sich von Stühlen einfach die Holzbeine abbrechen. Man könnte so viel machen. Ja. Man darf es. Gerade sagen, theoretisch kannst du hier mit der Säge auch irgendwie, was weiß ich, so eine Sprosse aus der Treppe raussägen und dir daraus was basteln. Ja. Und man sägt das Bein einfach ab. Und dann bist du auch nicht schneller. Aber leichter. Dann, was weiß ich, rammt man das hat mir ja dazu schon. Oder setzt dann den M4 unten dran. Aber wie den einen freaky Film da hier mit der alten. Genau. Ja, freaky Film mit der alten? Ja. Ja, keine Ahnung. Es hat irgendwas mit Planeten zu tun im Darm. Ja, genau, irgend sowas aus. Der war ja so abgedroschen, der Film, das liegt gar nicht. Ja, super. Geh wieder raus. Ja, ich. Ja, okay, ich seh dich. Was ist ja super? Hm? Ich sagte, war super, der Film. Ja. Wie? Du bist? Ich bin jetzt gerade da, wo wir schon waren, tatsächlich. Ja. Ich laufe jetzt einmal um dieses Backsteinhaus rum. Ich bin jetzt am roten Holzhaus. Ja, ja, okay. Ja. Hast du wen gefunden oder übst du? Üben? So ein Haus kann ich üben. Ja, viele Bäume. Ja, also ist Vibor leer quasi, oder wie? Ja, wir haben ja noch so ein Haufen Einzelbauer, da ist wohl eher weniger. Das ist so was feucht. Brauchen wir einfach ein paar Stöcker, hier liegt ein ganzer Haufen Holzscheite rum. Ist nicht dasselbe. Katze hat ähnliches Stinken. Ne, wir haben nicht alles abgegrast. Ne, die hier noch nicht, ne? Das meine ich gar nicht. Komplett andere Seite. Okay. Ja, was haben wir da noch? Gerade wieder eingefallen. Ja, ich glaube mich zu erinnern, da ist eins von den grünen Häusern, wo erste Hilfezeug drin ist. Ah, okay. Da kannst du ja kommen her. Hör mir? Ja, ja. Lars fliegst du unten rum. Ich habe immer Schiss, dass einer vom Airfield irgendwie hier zufällig herräubert und dann... Das kann natürlich auch passieren. Du, nimmst du links das aus, ich rechts? Ja. So, wir können die Beine auch mal anpinseln. Fahne gefunden. Den doch wie neu, aber. Ich beobachte. Haufen Scheiß, aber nicht das, was man braucht. Okay, ebenfalls. Geh schon mal weiter die Straße runter. Jo, mach das. Nächsten Haus drin. Wieder rein. Waffencleaning Set, was ist denn das für eine Kacke? Ja, übel, ne?
So, ich bin wieder auf der Straße. Ja, ich komme jetzt aus dem Greenhaus raus. Und ich weiß nicht, das eine letzte Haus da unten, wollen wir es nochmal durchgucken, oder? Ja, warum nicht? Glaube ich schon mal runter. Ah, ich sehe dich, bin weit hinter dir. Hinter dir läuft ein Zombie. Ja. Das war ich gerade, ja. Ich treffe ihn nicht und jetzt neige ich gerade dazu, auf dich zu zielen, deswegen warte ich lieber. Ja, hab mich schon. Rechts, da kommt noch einer. Ja, irgendwo, ich hab ihn gehört, ich seh ihn nicht. Hab ihn. Jetzt gehen wir auf dich. Zu viele Spieler, nur einen getroffen. Das ist irgendwie komisch. Ja. Inzwischen ist es halt so ein mittelvoller Server. Was aber auch okay ist, also. Das passt schon. Bist du in die Factory oder ins Haus? Haus. Gut, ich gehe Factory gucken. Axt. Echt gruselig aus. Brauch noch wer einen Dosenöffner? Nee. Hätte ich ja einen. Was ist eigentlich dieses Skewing Kit oder wie man das auch immer aussprechen mag? Skewing Kit? Damit kannst du deine Klamotten verbessern. Nadelfaden. Genau, okay. Also für die Hausfrauen unter uns. Genau. Ich hab nichts gefunden. Original so aus, als hätte er sich die Beine gebrochen. Hier liegt natürlich erstmal ein geiles Holzbrett rum. Können wir die auch nicht erschrecken? Jojo. Nee, hier ist nichts, wenn wir wenigstens mal eine Farm oder so hätten, da sind auch drei Leute natürlich. Hauptsache noch ein Cowboy-Hut. Ja, die sind wichtig, ne? Ja, nu, Notschlachtung oder was? Puh, ich weiß auch nicht. Oder lock mal außen ein, wie das geht. Vielleicht geht's. Hat auch schon mal geklappt. Ja, stimmt. Das könnte auch gehen. Ich wusste nicht, ob es ein Backo ist. War auch nicht. Ich bin nur mal ins Wasser gefallen aus. Von so einem Pier. Konnte ich auch nicht mehr laufen. Dann habe ich einfach nur gelockt und es ging wieder. Ausloggen und wieder einloggen, ja? Ja. Wenn das jetzt klappt, ne? Ja, was für eine Zeitverschwendung dann. Kannst du dann auch nicht aufgehen, das sag ich dir. 21. Spawning in 21 Sekunden. Die Animation ist komplett neu spawnen. Ja. Aua. So, du bist schon hin. Da. Ich sitze hier? Hinter dir. Dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder zurück zu den Jungs, oder? Ja, irgendwie hat sich das jetzt hier nicht wirklich gelohnt. Nee. Findest du immer so einen Kram, so wie sonst? Nein, er legt sich wieder hin. Ja, super. Dann, hau mal drauf, Lars. Warte. Nimm wenigstens meine Schrotflinte dafür. Naja, aber ich würde jetzt nicht schießen, sonst machst du alles kaputt. Ja, stimmt. Stimmt auch wieder. Warte. Wir sortieren erst aus, was du brauchst, und dann kannst du mich hauen. Ich kann sagen. Leg einfach alles ab. Leg doch einfach alles ab, genau. Warte mal noch kurz 5 Minuten. Einen Versuch gibt's noch. Oh. Stell mal eben fix vor, wenn ich verliere Glück. Okay, wir warten noch mit dem Schlachten. Bereite dich mental schon mal drauf vor, Flo. Noch einen letzten Wunsch, noch letzte Worte. Streichel noch mal ein bisschen. Ja, ich gebe ihm noch mal ein bisschen Applaus. Alles wird gut. So, Daumen hoch. Wo willst du denn jetzt hin? Jetzt in 3 Häuser abklappern. Moment, auf einmal hast du eine Clownsmaske auf? So, lass dir. Ja, die Gasmaske liegt vor mir. Und den Rest? Achso. Was wolltest du mich? Wolltest du, dass ich mich hier schon ausziehe oder was? Ja, ich sag mal so, ne? Ja, keine Ahnung.
Hier, kriegst du schon mal die Mosin. Ich hätte so gern beide, SKS und Mosin. Das geht theoretisch. Das ist eine ziemliche Frickelarbeit. Ja, vor allen Dingen geht's halt nicht lange, also... Doch, du kannst nun nichts anderes mehr machen. Ja, genau. Kannst du dann, denke ich mal, auch besser gebrauchen als ich? Stimmt, die kann ich echt gut gebrauchen, tatsächlich. Wo bist du, Midi? Rechts von dir. Bei dem anderen Haus gerade. Ah, ja, ja. Sprich, das letzte auf der Seite. Wenn wir jetzt ein Patch hätten, könnte man ihn noch mit vollem Obst belehren. So, letzte Chance. Vorbei. Vorbei? Ja, das war's so. Wiedersehen. Na gut. Ja, hier ist leider tatsächlich gar nichts mehr. Zu entblättern. Oh Gott, ist das jetzt eine traurige Szene. Müsste Juvi doch eigentlich dabei sein, das aufnehmen. Eigentlich schon, ja. Voll das Drama. Aber ihr könnt ja schon mal die Sachen tauschen, wir kommen jetzt wieder zu euch. Ja. So wie Holz hier. Meine Güte. Ja, das ist halt irgendwie total deprimierend, wenn man sieht, wie viel Holz hier überall steht und was man alles dafür nehmen könnte und... total doof. Danke. Boah, voll die Munitionskiste hier auch noch. Wahnsinn. Ja. So, sterbe ich wenigstens ungesehen. Mit der Mütze. Bring doch nochmal runter. Ich klapp's ja. Eigentlich jetzt die beste Möglichkeit, nein. Will ich dir nicht antun, dass du dir so eine Mühe machst jetzt. Da hochrollen. Wo war sie denn, die lustige Scheune? Irgendwo da. Ja, ich bin bei der anderen jetzt gerade. Bei der anderen? Also bei diesem Blechgebäude da. Ach so. Ja. Ah, da der Hose kannst du nichts anfangen, die ist sowieso kaputt. Ja, die möchte ich auch gar nicht. Ich meine, ich werde anonym und stehend. Ich werde aufrecht stehen, sterben, anonym, trage eine Maske. Hast du noch Zettel und Stift dabei, dann kannst du noch was schreiben. Ich war hier, GG. Ein Fakt oder so. Der Priest ist blöd. Blöd. Punkt. Hast du vergessen. Na, gucken wir jetzt erstmal alles durch, oder was? Ja, klar. Ich habe ja keinen Platz sonst. Was ist denn hier alles drin? Verdammte Axt. Wie hol ich schon mal die Traubenmusik raus? Ja. Die kleinste Geige der Welt. So, hau mal deine Katze ein bisschen, damit sie jammert. Jetzt müsst ihr eigentlich nur ratatatatatatat. Ich schieß lieber nicht, oder? Nein. Hau einfach drauf. Kannst du wenigstens noch die Hose ausziehen, also bitte. Nein. Ach nee, ist kaputt. Würde voll sterben mit Angst. Mit Hose. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Was machst du? Bleib doch da. Mach's alles nur noch schlimmer. Ja, genau. Es ist unvermeidbar. Füg dich. Hans, ich bin der Schießen. Tut mir leid. Haus auch noch. Ach, weg. Scheiße. So, müsste gehen, oder? Hat dir gerade einer nachgeladen von euch? Hat die Axt durchgeladen. Wer hat denn da jetzt geschossen? Ich nicht. Echt? Okay, hat gut. Ich hab nochmal den letzten gegeben. War das ein Schalldämpfer? Ja. Funktioniert der etwa? Nein. Das nochmal bitte. Funktionieren noch nicht, die Dinger, aber... Ja, dachte ich auch, aber das war total leise. Ja, war sicher? So, hab ja. Nur, ich hab nur so... Piau gehört. Nochmal machen. So. Ach ja. Ich war so gut ausgestattet und jetzt... Please wait. Stehen ready. I'm feeling hungry. Ich hätte was gehört. Sehe auch gerade nur das. Was war das denn? Irgendwie ist hier gerade ein Monster-Lag. Wahrscheinlich liegt es eher daran. Ne, ich glaube, ich habe einen Soundbug. Ich habe es auch, aber sehr, sehr spät gehört erst. Und der hat bei mir auch keine Waffe in der Hand. Ja, genau. Letzte gerade nach? Keine Zombies. Ja. Okay. So, die abgesägte lege ich mal weg. Ich glaube, sie ist welche Disconnect irgendwie. Die kannst du im Rucksack verwahren im Übrigen. Nee, das war meine. Ja, weiß ich ja. Aber ich will die, glaube ich, gar nicht haben. Ich finde den Revolver ein bisschen besser. Wenn das hier einer findet, das ist Free Loot für den.
Ja, mega. Ich weiß gar nicht, will ich die Mosin haben oder nicht? Ja, aber du hast, wenn du nimmst auf jeden Fall das Scope für deine und so. Da kann ich doch gar nicht, oder? Ist doch, da kannst du ein Scope drauf bauen. Ja, aber nicht das Long Range. Ne, es funktioniert nicht. Echt, ist das ein Long Range? Ja. Mhm. Andererseits ist ein Long Range Scope natürlich ganz schön geil, ne? Ja, also gerade in der Konstellation mit zwei M4 zusammen, ja, und so. Ich nehme die SKS, finde ich auch öfter mal, also. Heb dir den Ladestreifen auf, falls du den doch noch brauchst. Ich heb alle Munition auf. Ich bin in meinem absoluten Lieblingsort. Lieblingsbound. In Kamishuvu. Kann ich die Gasmaske haben oder brauchst du die? Nee, ich brauch die nicht. Kann schrauben. Und Kamishuvu ist komplett leer gelootet. Ach was. So, jetzt haben wir wenigstens noch einen Sniper dabei, das ist doch gut. Yep. Man kann leider auch die Munition nicht mehr aus der SKS rausnehmen, ne? Doch. Ja? Musst du nur ausrüsten, glaube ich. Brauche ich nicht. Mein M4 jetzt aber irgendwie hier nicht hinlegen. Sehe schon, ich muss am Wochenende, wenn ich wieder da bin, mal wieder ein bisschen Equip sammeln und so. Wie ist sie denn gerade? Ich dachte, da wo ich gespawnt bin, Kamishuvu. Ach, keine Ahnung. Mittlerweile so ein bisschen landeinwärts. Kann man alles nur einmal reparieren? Nö. Nee. Aber nur bis es worn ist. Achso, du bist bis zum Status worn, okay. Das wäre ja was, wenn du dann ein neues Kleidungsstück hättest, selbst genäht. Naja, warum nicht? Kannst du so gut nähen? Naja, das ist fast logischer, als dass jeder Typ hier drauf ein halber Soldat ist. Hm. Da hast du einen Punkt. Nicht wahr? On. Wenn du mir so eine M4 in die Hand drückst, also in Real Life, dann stehe ich da und denke mir so, ich muss weg, nice. Schwer, kalt, metall. Macht naja, Leute komm, tot. Ein paar Monate Übung haben wir jetzt schon. Ich glaube, das hätte ich in echt dann auch geschafft. Ja, noch ein paar Monate vielleicht schon. Du hättest immer erzählt, dass du Handschellen dabei hast, dann hätten wir die noch anlegen können. Ich hatte keine Handschellen mit. Richtig schön erniedrigend. Ja, eben. Lass ihm doch die Würde. Genau. Du bist selbst schuld. Die Treppen rund um Potzel. Ja, dafür kann man manchmal nichts. Ich bin auch letztens runtergeglitscht vom Dach, ohne dass ich. Wahrscheinlich. Großartig. Schwupp weg war. Vielleicht passiert das einem von uns jetzt gleich nochmal. Ja. Bestimmt. Also richtig geil. Bis wir alle hier unten tot liegen. Wollen wir irgendwie weiter? Oder? Ja, würde ich auch mal sagen. Ich muss nur noch seinen Kram starren. Ich würde bloß mal eben kurz ums Eck gehen. Und derweil müsst ihr entweder die Leute unterhalten oder ich mache kurz eine kurze Pause. Machen wir Pause. Dann mache ich kurz Pause. Dann sehen wir uns in einer Minute wieder. Bis gleich.